Freunde, heute ist es soweit. Heute gehen wir zum... Heute treffen wir uns mit Sido beim Autokino-Konzert in Düsseldorf. Aber wenn ich mein Auto angucke, wie kann ein Auto so verdreckt sein? Alter, guck dir das an. Es tut mir echt... Es sieht echt scheiße aus. Ich freue mich drauf. Wir werden heute... wir werden versuchen, das Ding live zu streamen. Hab Verständnis, wenn das Internet dort nicht mitspielt. Aber es wird sicherlich ein geiler Abend. G-Automat, mein Mod, ist auch mit dabei. Und ja... Freut euch einfach drauf. Updates hier auf Instagram. Jetzt geht's nach Düsseldorf. Was geht ab, Leute? Ich bin's, Jay Ottoman. Wir sind heute auf dem Autokino-Konzert von Sido in Düsseldorf. Und zwar bin ich jetzt gerade in der Suite des Königs. Und auf Wunsch von Knossi werde ich euch jetzt mal kurz einen kleinen Rundgang geben. Und dann gehen wir mal auch direkt. Dann haben wir hier die riesen Wohnfläche. Riesig. Einen schönen Fernseher hier. Und hier haben wir noch einen kleinen Tisch. Schöne Sofa. Ausblick. Alles mega nice. Teemaschine schon ready to go. Steht schon was zu trinken. Sehr, sehr edel. Und dann ganz wichtig. Baklava, Salat, Zeugs, Käse etc. Und Lahmacun für den König, damit er auch nicht Nachtshunger bekommt. Los. Haben wir hier einmal das Badezimmer. Dann haben wir hier noch ein Gäste-Klo, eine Gästetoilette. Hier ist der Waschraum. Das brauchen wir nicht zeigen. Da ist gerade eh nichts los. Und hier haben wir die schöne Küche. Mega nice Ausblick auf jeden Fall. Und here's where the magic happens. Das riesengroße Bett. Und selbstverständlich ist hier auch ein Fernseher. Und das ist doch mal mega, oder? Guckt euch das an. Und ganz wichtig, Leute, nicht vergessen, wir werden heute Abend beim Konzert mit einem IRL-Stream live dabei sein auf Twitch. Deswegen schaut, dass eure Benachrichtigungen an sind. Schaut im Discord nach, ob es da eine Benachrichtigung gibt, dass der Knossi live gekommen ist. Demnächst links abbiegen. Bester Satz von Jay Ottoman. This is where the magic happens. Jay, du weißt genau, was auf diesem Bett heute Nacht passiert bei uns beiden. In Richtung Düsseldorf. Jetzt zieh ich meine Maske an. Da komme ich mit Maske. Ja, Jay, mach auf. Mach auf, Junge. Oh, Alter, Papa, das sind ja hohe Decken hier, Jay. Ey, ich sag euch das, ich glaube, wir sind hier in einem Schloss. Ey, Jay, guck mal, wo wir hier sind. Heftig. Geisteskrank. Hier ist where the magic happened, oder was? Oh. Da kannst du mir. Ey, aber wirklich geil. Ey, ich freue mich sehr. Düsseldorf, wir sind jetzt da. Ich hoffe, Stream wird heute Abend funktionieren, gell? Ja. Krass, Alter, hör mal Echo. So hört sich das gleich an, wenn ich mit dir fertig bin. Guck mal. Irgendwie ist es auch traurig, ne? Sie spielen einfach nur für niemanden. Ich trage 1000 Tattoos auf der Haut. Ein Astronaut und ein Sägeblatt. Wenn Paul heute nicht kann, übernehme ich die Show. Es kann schon sein, dass ich auf der Bühne sage, komm, gib mir her das rote Mikro, warum ist das überhaupt? Erstmal, wieso ist das nicht golden? Und dann übernehme ich die Show. Ne? Und du machst Backup-Rapping. Eins in den Chat, eins. Ja, ich freue mich riesig, das wird gleich erstmal mal Essen bestellt. Gleich bei Sido auf Terrasse, bisschen Nudel. Schön scheiße rein, danach schön scharf. Kennt ihr das? Wenn man im Aufzug fährt und immer in Hotels sich nicht traut, weil Stromschlag kommt. Alter Bruder, ganzen Tag schon. Stromschlag. Ellbogen oder Handy einfach oder mit Portemonnaie so antippen. Wenn wir jetzt gleich oben an der Suite von Sido sind, ich gehe vor und du machst von hinten, wenn die Tür aufgeht. Ich habe 1000 Tattoos auf der Haut. Ich bin der Astronaut. Den hast du morgen, den kannst du ja bringen. Machst du das? Ich habe 1000 Tattoos auf der Haut. Ich bin der Astronaut. Wir gehen hoch, wir gehen rein. Essen hervorragend. Hat er gut gekocht wieder hier. So sieht das aus. Wenn sich gut gemacht? Hast du gut gekocht, ehrlich. Gut, schau mal, was ich heute noch mache. Was denn? Na, auftreten, rappen. Rappen? Ja. Und danach, was machen wir dann? Trinken. Ich habe heute nicht so viel, ein bisschen entspannt. Und mit Abstand. Jay. Mit Abstand, 1,5 Meter. Maske an. Leute, so sieht das aus. Guckt euch den mal an. Den gibt's auch im Shop, Alter. Guckt euch das ist die Knossi Crew Jacket. Freunde, Babys, guckt's euch an. Es geht jetzt los. Waren wir live? Sind viele Fragen. Wann geht live los? Wir müssen erstmal mit den Gegebenheiten gucken vor Ort. Wir fahren jetzt mit dem hier Minivan mit der ganzen Crew dahin. Ich kann euch sagen,
alle, die da sind, und ich sehe auch schon Stories, verlinken mich die Leute. Einer steht erste Reihe und sagt, Knoss, ich warte auf dich mit dem Auto in erster Reihe. Es wird brutal. Sido hat die Texte heute drauf. Macht euch keine Sorgen. Ich bin ein Astronaut. Ja, die Boys, wir sind angekommen am Autokino, so sieht das Ganze aus. Die sind aus was? Gleich nochmal Sold Out Award. Sieht gut aus, Junge. Modern in the War, Junge, wie ein Killer. Ah ja. Dankeschön. Sehr gut. Wunderbar. Let's go. Sehr gut. Selim Yalili steht bei mir, wir tauschen einmal. 1,50 Meter Abstand bleibt. Let's go. Ladies, wir sind beim Autokino jetzt angekommen. Mal, guckt ihr das hier an, guckt ihr alle Leute an hier. Leute, seid ihr gut drauf oder was? Ja! Alter! Ey, was für ein Umstand! Ich glaube, Alter! Leute, drehen durch! Ich komme hier vor alle Hupen! Ich komme vor alle Hupen! Guck dir diese Bühne an! Gleich ist da gut! Es ist da gut! Ja! Ist gut! Ist gut, Alter! Geil! Jetzt live! Wir sind live auf Twitch! Kommt rein! twitch.tv/TheRealKnossi Live-Konzert Sido, Autokino Düsseldorf. Jetzt! Einschalten! Weg mit eurem Schmuck und schreit! Ich trag die Maske im Club. Zu krank. Guck dir das an. Ich trag die Maske im Club. Vorne Jay Ottoman und der Livestream läuft. Baby, Alter, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe schon Konzerte gehört. Sowas, Alter. Absolut crazy. Party-Time! Alter, das ist wieder Erlebnisse, die man einfach nicht für Geld kaufen kann, was man hier erlebt. Ich mache mal eine Insta-Story und sage den Leuten, dass es wieder Erlebnisse sind, die man einfach nicht kaufen kann. Das ist einfach, oder ich würde euch ein Tag Knossi sein, Alter. Das ist, oder man selbst nicht glauben, guckt ihr das an. Lass uns leben vor dem Tod, oh, lass uns leben vor dem Tod. Was? So richtig übertreiben, komm schon, lass uns leben vor dem Tod. Aber du enjoyst doch auch, oder Jay? Geil! Oh Baby, du musst auf dein Herz hören. Hör wie es schlägt, wie es schlägt. Hör wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du hast die ganze Welt, denn du hast gar nichts. Jeder in der Schule lacht dich aus, weil du arm bist. Alle tragen echte Nikes, du nur die aus Polen. Du hast keine Freunde in der Schule, sitzt du wie auf Polen. Du willst nur nach Hause, denn Mama geht's schlecht. Guck mal diese Einblicke. Du bist alleine vor ihrem AIDS-Test. Soll das die Strafe sein? Für diese harte Zeit, sie musste auf der Straße sein. Warum? Sie musste Geld und das ist der Livestream. Mehr geht nicht, Chat. Mit Gott zu reden. Du habt ihr Spaß? Stopfen bis zum Rand und kotzen. Gib mein Blut. Heute trinkst du meinen Schuh. Und er steht dir gut. Doch du kannst nicht dahin gehen, denn dir fehlt mein Fuß. Wo sind die Lichthupen, Freunde? Baby! Unglaublich. Du hast einen Platz, damit ich nicht vergesse, für wen ich's mach. Wir machen's for you, Chat. Für dich, für euch alle. Dafür machen wir's. Für dich, Sido. Für dich, für dich, für dich, für dich. Und für den Livestream, für meine Community. Für dich, für dich, für dich, für dich, für dich. 1000 Küsse. Für dich. Zu krass. Für dich. Oh, yeah. Für dich, für dich, für dich. Hey Siggi, weil ich dir gerade auf die Bühne gegeben habe, ne? Vergiss nicht, ja, das ist im Rap-Business. Aber im Internet gibt's nur einen König. Aber sie steht ihm gut, gell, Jay? Sie steht ihm gut, im Paul, gell? Oh, oh, Baby! Und der nächste König ist geboren. Ja! Nice. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden. Wo seid ihr, Düsseldorf? Wie was? Düsseldorf. Alter, das war zu krank. Ich will euch noch, ey, Dankeschön an 30.000 Leute, die zugeschaut haben. Ich will euch noch jemanden vorstellen, natürlich mit 1,5 Meter Abstand. Ihr alle habt sie sehr gefeiert und sie stellt sich euch selber jetzt vor, die Background-Sängerin von Sido. Hallo, was geht ab? Liebe Grüße von mir. Ich bin die Karen und geil, dass ihr dabei gewesen seid. Es war richtig nice. Karen, ey, oh, ihr wart so sensationell. Und du, mein Lieber?
Ich mache jetzt eine Sache, die ihr auch gerne machen würdet. Ich gehe jetzt mit Knossi richtig Eier saufen. Und schön, dass ihr dabei wart. Wirklich. Vielleicht kommt er gleich noch mal ein bisschen mit. War eine Story. Natürlich kommen wir mit. Jungs, echt ein Wahnsinnsabend. Ich könnt euch nicht vorstellen. Ich sitze einfach auf der Bühne. Das ist ultimativ. Ich danke euch allen. Jedem Einzelnen, der heute dabei gewesen ist. 1000 Küsse, ich liebe euch. Alle müssen ihre Eier hier festhalten. Sido sagt, ey, pass auf, im Fahrstuhl pass auf die Eier. Sag mal, warum denn? Auch auf die Eier steckest. Mensch, halt die Eier zu, die machen hier irgendwelche Spielchen. Ich hab doch. Hör auf mit dem Scheiß, Junge! Ja, natürlich müssen wir ja rein. Scheiße hier, Alter, mit deinen Büchern. Wir müssen hinterherballern, wir müssen ballern. Ach Mann, mit dir kann ich nie gewinnen, warum, Paul? Weil wir müssen uns konzentrieren. Soll ich 1000 oder 500 noch hinterher? Erstmal 500. Mach einen Slow. Wir machen Slow-Modus. Ich muss echt sagen, ist ein richtig schöner Abend, ist das. Sind wir drinnen oder draußen? Wir sind drinnen. Wie viel? Ich sag's nicht. Ist ja auch privat, weil das ist ja kein Stream. Aber wir sind schon wieder drin. Wir sind schon wieder drin. Ich kann nicht atmen. Fragt einfach nicht. Fragt nicht. Ich freue mich, dass Jay jetzt runtergegangen ist und mir immer von seiner Mutter selbst gekochte Lamachun bringt. Beste. Ja. Beste. Aber die guten auch original, ne? Die guten. Wenn wir die essen, gewinnen wir aber auch wieder. Alles, was wir verloren haben. Das ist schlimmer. Warum komme ich hier in Düsseldorf? Kim, wo bist du? Ich bin auch so happy. Jays Mutti kocht immer. Und Jay, ich habe mir diesmal gewünscht. Sido möchte Baklava essen, hat er. Frische. Und ich möchte gerne Lamachu essen. Richtigen Hunger. Wer kennt's, Freunde, wer kennt's? Okay. Und wenn die Mama kocht vom Kollegen, das ist das Allerbeste. Guck dir das an. Das ist what I want. That is what I want. Einer der legendärsten Abende in meinem Leben zu Ende hier. Das war alles wieder. Das war zu wild einfach wieder. Ich sage euch allen Danke, alle die beim Konzert waren, alle die in Düsseldorf, die gekommen sind, gehupt haben wie die Bekloppten. Hier gehe ich jetzt gleich, schmeiße ich mich jetzt gleich hier ins Bett. Wahnsinn. Noch einen schönen Abend. Bis jetzt noch sind wir zusammengehockt wie die Gestörten. Und fragt nicht, die Bücher sind nicht gekommen. Es ist auch scheißegal. Wir hatten einen Monsterabend und es war einfach geisteskrank. Und nicht nur ich bin froh, auch Arabella. Sag euch ganz ehrlich, so ein bisschen unheimlich ist es, ne? Du bist hier so in deinem abgetrennten Schlafbereich. Aber da hinten rechts und links ist alles offen. Und du hörst zu knacken.